Angesichts der jüngsten Ereignisse muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass wir vor einem Crack-Up-Boom stehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Was meine ich damit? Auf der einen Seite werden die Konjunkturdaten immer schlechter. Wir haben heute schlechte IDP-Arbeitsmarktdaten gesehen, enttäuschende ISM-Zahlen, Industrieaufträge in den USA. All das ist ja praktisch schon eine lange Serie von sehr schwachen Daten, die auf weitere Abkühlung deuten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt möglicherweise neue geldpolitische Akteure. Es sind viele Frauen dabei, wie vor allem Christine Lagarde, wie auch Julie Shelton, die von Donald Trump hier nominiert ist, allerdings erst bestätigt werden muss. Oder auch Chris Waller, der Ziehvater von James Bullard, war sein Lehrer und Mentor. Und James Bullard ist das mit Abstand dovischste Mitglied der FED, des FOMC, während Julie Shelton klar gesagt hat, naja, ich will die Zinsen auf Null senken. Wir müssten eigentlich die FED abschaffen, indem wir so eine Art Goldpreisbindung oder eine Bindung an was anderes schaffen. Und Christine Lagarde ist nach wie vor ja Chefin des IWF und der IWF hat vorgeschlagen, dass man auch eine Art Negativzins auf Bargeld erheben würde von, sagen wir mal, -5%. Das heißt, es würde für die Leute keinen Sinn mehr machen, zur Bank zu gehen, wenn es Negativzinsen etwa durch die EZB gibt, um seine Euros da abzuholen, weil auch das Bargeld sich permanent entwerten würde. Damit wäre eine Flucht in Bargeld unmöglich. Damit könnte man dann vollumfänglich negative Zinsen durchdrücken, damit die Leute möglichst Geld ausgeben, möglichst die Wirtschaft am Laufen halten, nicht mehr sparen, sondern alles tun, um zu konsumieren und damit die Wirtschaft zu stimulieren, die offenkundig aufgrund der Alterspyramide, aufgrund der strukturellen Probleme, die wir haben, eben nicht mehr wachsen will. Aber wie sollen wir wachsen, wenn wir ja faktisch demografisch schrumpfen? Diese Frage stellt man sich nicht, sondern es muss höher, schneller weitergehen, statt eben zu sagen, okay, lasst uns mit Würde vielleicht schrumpfen, ist nicht das Schlimmste, was passieren kann, ist eben so, die Tatsachen sind eben so. Ich zeige mal eine Definition eines Crack-Up-Booms, wie ihn hier Investopedia gebracht hat. Das ist der Crash des Kredit- und Geldsystems aufgrund einer permanenten Ausweitung der Kredite und der Preise. Das kann aber nicht langfristig funktionieren. Die Wirtschaft liegt da nieder. Deswegen versuchen Regierungen und vor allem Notenbanken immer mehr Geld ins System zu pumpen, um diese schwache Wirtschaft zu unterstützen. Aber dann entsteht eben so eine Dynamik, so ein Boom, so ein Crack-Up-Boom, der zu immer mehr Konsum führt, aber die Realwirtschaft kommt da nicht mehr mit und irgendwann stürzt das ganze Kartenhaus zusammen. Können Sie ruhig mal googeln, Crack-Up-Boom und dann Investopedia und sich diese Definition genauer anschauen. Und wie gesagt, wir stehen so ein bisschen jetzt am Anfang eines Prozesses. Wenn Lagarde Nachfolgerin von Mario Draghi wird, sie muss dazu noch bestätigt werden, dann sieht es so aus, dass Lagarde ja fast noch dovischer ist als Mario. Man würde sich dann fast schon Mario Draghi zurückwünschen. Draghi hat ja 2012 diesen Satz gesagt, wir werden alles tun, whatever it takes, um den Euro zu retten. Lagarde wird wahrscheinlich sagen, wir werden alles tun, um die Wirtschaft zu retten und sei es mit Maßnahmen, die so krass sind, dass wir sie uns heute kaum vorstellen können. Das ist jetzt der Weg, den wir möglicherweise beschreiten. Lagarde ist ja Juristin, keine Ökonomin und dementsprechend geht jetzt eine ganze Riege weg, Brett ist weg, Curie geht weg, Draghi wird aufhören. Also es ist sozusagen eine neue Riege, die jetzt kommen wird und wie es aussieht, wird die noch extremer als die alte. Was kann passieren? Wir sehen jetzt zum Beispiel schon Analysen der Deutschen Bank, die sagt, naja, dieses Quantitative Easing und das dürfte die EZB ja machen, vielleicht noch nicht im Juli, aber sie wird es im Juli auf der Sitzung tendenziell gegen Ende Juli ankündigen, um es dann möglicherweise im September wieder zu beginnen. Dieses Quantitative Easing, also der Kauf von Anleihen, ob Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, der wird immer weniger effektiv, je länger man es betreibt. Das ist wie mit einem Mittel, das man gibt und irgendwann immunisiert sich der Körper ein Stück weit, bildet eine Immunität gegen dieses Mittel, dann wirkt es einfach nicht mehr so und wir werden aber trotzdem wahrscheinlich versuchen, oder die Notenbanken werden wahrscheinlich versuchen, dieses Mittel immer extremer zu verabreichen, auch wenn es immer weniger wirkt, in der Hoffnung, doch die Dinge irgendwie nochmal klar zu kriegen. Und scheinbar sind wir auf dem Weg genau dorthin. Genau das fordert übrigens auch Sid Donald, der
zunächst mal gefeiert hatte, dass der neue Rekordhoch heute beim S&P, congratulations, 19%, und dann sich gleichzeitig beschwert, dass China und Europa ja Geld in ihr System pumpen, manipulation game, pumping money into their system, und sein Vorschlag ist, das sollten wir auch tun, und genau deswegen will er ja auch Leute wie Shelton und Chris Waller nominieren, damit die diese Ideologie umsetzen, whatever it takes, wir werden die Wirtschaft retten, und wenn wir uns dabei kaputt machen, egal, Hauptsache kurzfristig ist es gut, langfristig die Folgen, die sind nicht so wichtig. Das ist scheinbar das Motto, das so ideal zu Trump passt. Die Wirtschaftsdaten werden immer schlechter, hatte ich vorhin gesagt, und es ist vor allem die kleinen Firmen hier, 1 bis 20 Leute, Small Business, wir haben heute die IDP-Zahlen gesehen, das zweite Mal hintereinander, dass wir drastische Stellen Verluste in diesem Sektor Small Business haben. Das gab es seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir hatten einmal so ein kleines Ding Ende 2013, aber das war 2009 zuletzt der Fall, dass sozusagen die kleinen Firmen schon Leute entlassen. Und das sind so Frühindikatoren, denn die kleinen Firmen, die müssen schneller reagieren als ein großer Konzern, der kann vieles aussitzen. Hier sehen wir möglicherweise die beste Frühindikation, die wir haben können. Die Fed Fund Futures preisen inzwischen wieder zu 27,6% Wahrscheinlichkeit eine 0,5er Zinssenkung im Juli, nämlich am 31. Juli bei der nächsten FED-Sitzung ein, in Reaktion auf die schwächer werdenden Daten. Wir haben heute gesehen, dass die 10-jährige deutsche Bundesanleihe neues Allzeittief erreicht hat mit minus 0,4%. Die belgische Anleihe erstmals in ihrer Geschichte negativ geworden. Die 10-jährige neues Allzeittief bei der spanischen, bei der französischen Anleihe. Man braucht es ja gar nicht mehr, 10-jährige jeweils, man braucht es ja gar nicht mehr zu zitieren in gewisser Weise. Wir werden also immer extremere Situationen bekommen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe, die ist auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen und hat noch viel Potenzial, wenn die anderen so weitermachen, dass wir da in Richtung Null marschieren und dann der letzte Zinshafen endgültig vernichtet ist, sodass die Notenbanken dann ihr Negativzinsspiel möglicherweise ohne großen Widerstand durchdrücken können, wenn Bargeld auch keine Flucht mehr ist. Schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an. Was ist am Markt heute passiert? Wir sehen den Dow Jones 26.889. Hurra, die Asset-Preis-Inflation geht weiter. Wir sehen also, dass sozusagen die Preise steigen. Wohin soll es gehen? Auf der anderen Seite sehen wir schon leichte Abkühlungstendenzen, was die Buybacks betrifft. Wir haben jetzt das erste Mal seit 7 Quartalen keine Steigerung mehr gehabt. Im zweiten Quartal 2019 im Vergleich zu den Vorquartalen, also langsam möglicherweise fällt hier diese Unterstützung oder wird diese Unterstützung, die Aktienmärkte ja haben, nicht größer. Aber zurück zu den Charts, wo war ich stehen geblieben? Dow Jones, dann gehen wir zum S&P 500, 2.989, bald schon die 3.000er Marke, hurra, immer weiter. Wir steigen, die Wirtschaft säuft immer mehr ab, aber wir steigen, das ist doch gut. Und wir haben dann den DAX, der, naja, auch steigt, aber natürlich weit entfernt ist von Allzeithoch 12.618. Wir sehen das Gold, das jetzt wieder runterkommt, das euphorisch war, vor allem über die Nominierung durch Trump von Julie Shelton, jetzt wieder ein bisschen Ernüchterung eingetreten, 1.417. Wir sehen den Euro, der ein bisschen nach unten kommt, 1,1279. Und wir sehen den Ölpreis, der Schwierigkeiten hatte heute, nachdem die Lagerbestände nicht so deutlich gefallen sind, wie erwartet aktuell der Preis bei 56,36 Dollar. Öl passt irgendwie auch nicht zum Gesamtgeschehen. Während alles steigt, steigt Öl nicht mehr. Und Öl ist eigentlich etwas, das steigen müsste, wenn alles andere steigt. Wir sehen übrigens auch, das wollte ich Ihnen auch noch zeigen, die Ratio zwischen Kupfer und, nee, das ist er nicht, hier zwischen Kupfer und dem S&P 500, Kupfer fällt, der S&P steigt, das hatten wir zuletzt im September 2018, dass die Differenz so groß war, und Sie erinnern sich, September 2018 begann diese Strecke bis Dezember 2018 mit diesen herben Verlusten im S&P 500, diesmal kann alles anders kommen, diesmal ist sicher sogar alles anders, Sie kennen diesen berühmten Börsenspruch. Und die Blase nährt sich selbst. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und genießen Sie den angehenden Cracker-Boom. Geben Sie das Geld mit vollen Händen aus. Warum auch immer, sparen ist dumm. Wer sollte da schon an die Zukunft denken, an die eigenen Kinder denken? Das macht doch alles gar keinen Sinn, meine Damen und Herren. Lebe im Hier und Jetzt. Bis dann. Servus und Ciao.